die singen in den Wirtshaus um 1:30 was in der Früh. Ein schöner Rausch hat er gehabt im Gesicht, so steht er vor sein Bier. Der Rotz läuft ihm ins Main ein, ja, wackelig steht er da. Seine Schuhe stinken im Wasser, weil er gerade in die Hosenbrunst hat. Und ich weiß, er ist verheiratet und irgendwo liegt irgendeine in einem Bett. Die weiß, dass die heute so heimkommt, hey, das packe die nicht und ich weiß nicht, wo es wohnt. Ich weiß nicht, wo die wohnt. So geh ich und ich rumpel Toni und sag, was ist denn los, ey Mann? Die ganze Woche sieg ich die bloß besuchen, hängst irgendwo in einem Wirtshaus umeinander, ja, und er verzeiht mir, hey, sei Aldi, war das so eine schöne Frau, und von seinem Dreier BMW, den er grad fährt in dunkelblau, und dass er bloß aber die ganze Woche, dass er ihnen gut geht und keinen Dank kriegt er dafür, und dann ist auch grantig, wenn er ins Wirtshaus geht und trinkt einmal ein Bier, und ich weiß nicht, wo es wohnt. Ich weiß einfach nicht, wo die wohnt. Hey, sag ich, schau dich doch an, du Drecksau. Du hast deine Hosenbrunst und stinkst. Erwartest du echt von deiner Frau, dass sie dich gefreut, wenn's du heute kommst, wenn's ihr deinen gestinkerten Bläschel neidruckst und dein halber steifen Schwanz mit deinen vollgerotzten Händen durch ihr die frisch gewaschene Haar, hey. Und dann möchtest du, dass auf die geil ist und du möchtest, dass geile Sachen zu dir sagt. Ja, dabei hat's echt damit zum Tun, dass nicht ins Bett eine kotzt. Ja, und ich weiß nicht, wo's wohnt. Weiß ich nicht, wo die wohnt. In seiner Firma ist er der Meister. Und da sagt er, jeder sagt da zu ihm sie. Ja, sogar der Chef sagt jeden Tag: Guten Morgen, Herr Schmidt. Und dann träumt er von seinem Häusl. Nicht nein, Perlach, 12. Stock. Das einzig Gute ist das Einkaufszentrum gleich drin, da halb der Straße, hey Leute. Und jetzt weiß ich, wo er herkommt. Und mit Familiennamen heißt der Schmidt, ja. Und das Einkaufszentrum in Neuperlach, das ist höchstwahrscheinlich das Pep. Hey, jetzt weiß ich, wo es wohnt. Jetzt weiß ich endlich, wo die wohnt. Gesagt hab ich Kim. Ich fahr dich heim, gib mir dein Key und ich zieh ihn aus. Ich hab sein Auto sauber parkt und er hat geschlafen drunt vorm Haus. Und ich bin auf zu seiner Frau und hab ihr gesagt, zwei Möglichkeiten gibt's. Entweder ich trag den jetzt auf oder du probierst halt mich. Sie macht die Tür auf und sie fragt, magst du einen Kaffee? Weil man halt so fragt, magst du einen Kaffee? Und ich sag, nein, ich bin nicht mit, aber ich leg mich gern hin. Und es war so schön. Ich wollte gleich gar nicht mehr hin, sagte sie, ich wollte gleich gar nicht mehr gehen. So triff ich jede Nacht am Bläden, der Psuffer in einem Wirtshaus steht. Und jede Nacht fahr ich einen heim, ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Und jede Nacht dieselbe Frage, und ich sag, nein, ich bin nicht mir. Aber ich leg mich gern hin, magst du nicht ein bisschen zu überlegen zu mir? Hey, und einmal nicht nach Weißbier stinken und keine vollgerotzten Hände und nicht anderen Lutschen denken müssen, der jetzt im Auto draußen pennt. Ja, jetzt weiß ich, wo's wohnt. Es war endlich, wo die wohnt. Und es war so schön. Und ich wollte gleich gar nicht mehr hin, ich wollte gleich gar nicht mehr, ja, ich wollte gleich gar nicht mehr gehen.